und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven mit Sandy. Hi. Miam, 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 miam. Ist das Popcorn mal wieder lecker heute Mittag? Ich liebe meine Pizza. Ich könnte den ganzen Tag nur Pizza essen, morgen, mittags, abends. Sandy, Popcorn ist viel besser als Pizza, weil es verboten ist. Aber Popcorn möchte ich danach. Kann ich bitte dann von dir noch ein bisschen Popcorn haben? Oh, es sieht so lecker aus. Klar, wenn dich die Spucke da drin nicht stört. Ach was, mir vollkommen egal. Huh, wer ist das denn? Hey! Sandy, was macht sie? Sag mal. Ey, so, das geht ja wohl nicht. Spinnst du? Was ist denn mit dir? Was ist mit dir verkehrt? Was geht ab, ihr Versager? Wir sind keine Versager. Nein, sind wir gar nicht. Warum wart ihr da nicht auf meiner Party? Oh, weil ihr nicht eingeladen wurdet? Ich wurde nicht eingeladen. Und du, Sandy? Ich wurde auch nicht eingeladen. Ja, weil ich lade keine Versager ein. Ihr geht sicher nie auf Partys. Das stimmt gar nicht. Ich war schon voll oft auf einer Party. Ich auch. Easy. Jetzt übertreib nicht. Wir waren erst einmal. Psst, sag ihr das doch nicht. Dann machen wir eine Wette. Ich wette, du kannst keine gute Party schmeißen. Okay. Wette gilt. Aber um was wetten wir überhaupt? Mal schauen. Aber es gibt eine Bedingung. Und welche ist das? Jeder auf der Party muss Pink tragen. Viel Glück, ihr Versager. Jeder muss Pink tragen? Das wird eine super Party. Das wird mega toll. Ich liebe Pink. Pink ist meine absolute Lieblingsfarbe, Easy. Und deine auch. Meine auch. Das schaffen wir doch auf jeden Fall. Let's go. Wir bereiten eine Party vor. Als erstes müssen wir uns natürlich um die Location kümmern. Und naja, ich habe das Haus meiner Eltern dafür vorgesehen. Mal sehen, was meine Mutter dazu sagt. Mama, ich bin zu Hause. Hi, Liebes. Wie war die Schule? Toll, 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 toll. Eine Frage. Kann ich vielleicht eine Party feiern? Hier in unserem Haus? Nein, wie kommst du denn auf sowas? Ach, komm schon, bitte. Ich sagte nein, Easy. Keine Diskussion mehr. Aber ich werde das ganze Haus putzen. Vor der Party, nach der Party, während der Party. Was immer du willst, ich mach alles. Okay, du kannst dir eine Party feiern. Aber nur, wenn du eine 1 in Mathe-Test bekommst. Einverstanden? Eine 1 in Mathe, ich? Ja, genau, eine 1. Hast du gehört? Eine 1. Du träumst aber wirklich. Okay, dann hast du meine Erlaubnis. Yay, wir dürfen eine Party feiern. Wenn ich eine 1 in Mathe kriege. Das wird nie passieren. Oh Gott, ich brauche Sandys Hilfe. So, da sind wir auch schon bei Sandy angekommen. Hallo, Klingelung, ich bin da, hallo. Hi, Easy, komm rein. Sandy, ich brauche unbedingt deine Hilfe. In was? In Mathe. In Mathe? Klar. Ja, also. Meine Mom sagt, wir dürfen die Party nur feiern, wenn ich eine 1 im nächsten Mathe-Test kriege, den wir nachher schreiben. Also morgen. Also ich hatte im letzten Mathe-Test eine 5, aber pff, ja, ich helfe dir gern. Ach komm, zusammen schaffen wir das. Klar, lass hochgehen, komm. Mathe-Test Niveau 2. Klasse. Aufgabe 1. Sandy, psch, psch. Sandy. Ja. Wie viel sind 4 plus 3? 7? Bin ich mir ziemlich sicher. 7? Bist du sicher? Ich bin mir sicher, es sind 7,5. Warte, ich schreibe das hier mal hin. Das war ein wunderbarer Test. Ich bin mir sicher, ich habe bestanden. Glaube ich auch. Wir haben bestimmt beide eine 1. Auf jeden Fall, weil 1 plus 1 sind 3. Yeah, ich habe heute so viel gelernt in Mathe. Okay, wir sollten anfangen, Leute auf die Party einzuladen. Kennst du irgendwen? Gute Idee. Guck mal, hier hinten ist ein Junge. Lass uns den doch gleich fragen. Ja, Jungs auf der Party sind wichtig. Komm jetzt. Stimmt, aber das Thema ist rosa. Meinst du, der macht mit? Ja, bestimmt. Ich frag ihn mal. Hey, du da, entschuldige. Wir haben da eine Frage an dich. Was geht ab, Girls? Also, wir würden dich gerne auf eine Party einladen. Sauber, bin dabei. Ja, das Einzige ist, das Thema der Party ist rosa. Also, du musst dich komplett pink anziehen. Klar, ich bin trotzdem dabei. Ich würde auch gerne mein neues Lied auf der Party singen. Du kannst singen? Ja, ja, ich bin Rockstar. Okay, wie du willst, na klar. Cool, dann gehe ich mir jetzt erstmal ein paar pinke Sachen kaufen. Bis später, Mädels. Okay, bis später, mach's gut, ciao. Das hat doch schon super geklappt, Sandy. Wir haben den ersten Partygast. Das war mega. Wenn es so gut klappt, wie unsere Party wird der größte Hit aller Zeiten. 12 Leute haben wir jetzt schon zur Party eingeladen. Aber Sandy, ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind pinke Sachen. Die kriegen wir locker. Lass zu Rockstar gehen. Yes, okay, let's go. Da sind wir auch schon. Dann gucken wir mal, was wir uns hier Schönes aussuchen können. Hier haben wir schon mal ganz viel rosa. Ja, das wird mega easy. Ich bin soweit. Mein Party-Outfit steht. Zeig mal her, wie siehst du aus, Sandy? Zeig. Die hat dasselbe an. Haben wir das gleiche ausgesucht? Oh mein Gott. Entscheidend. Alter, aber das sieht gut aus. Ich meine, das zeigt ja nur, dass das, was wir anhaben, ziemlich gut ist, oder? Definitiv. Alright, dann let's get the party started. Oh, warte mal. Mein Handy klingelt. Hallo, wer ist da? Es ist Sandy, der Lehrer ruft an. Hallo, Herr Lehrer, was ist denn?
Nein, jetzt sofort? Okay, okay, ich bin schon auf dem Weg. Bis gleich, Herr Lehrer. Sandy, ich muss in die Schule gehen. Ich habe meine Note im Mathe-Test zurückbekommen und er will mich sehen. Das klingt aber gar nicht gut, wenn er so spät anruft. Er hat gesagt, er will dich auch sehen. Komm, wir gehen. Nein, oh nein. Das darf doch nicht wahr sein, Sandy. Oh, lass schnell gehen. So ein Mist, eine 6 schon wieder. Was hast du für eine Note bekommen? Ich habe wieder eine 5, ich bin zufrieden. Du hast eine 5 bekommen? Mann, hast du ein Glück. Ja, ich habe die 4 plus 3 richtig beantwortet. War 7. 4 plus 3? Doch nicht 7,5. Ich hätte es wissen sollen. Ja, ich habe eine 5, yes. Ach, Glückwunsch. Was mache ich denn jetzt? Oh, warte, was hat das Mädchen da zu suchen? Oh, nein, nicht die schon wieder, Sandy. Was willst du denn jetzt schon wieder? Na, Mädels, was habt ihr im Test bekommen? Das geht dich gar nichts an. Genau, das geht dich gar nichts an. Was soll's? Also, ich habe eine 1 geschrieben, wie immer. Sehen wir uns nachher bei der Party? Yeah, na klar, wir sind uns bei der Party, aber vergiss nicht, dein pinkes Outfit anzuziehen. Ja, das habe ich natürlich schon alles vorbereitet. Wir sehen uns dann später, ihr Loser. Bis dann. Selber Loser. Ach, komm, Sandy, das muss die beste Party des Jahrhunderts werden. Aber... war das easy nicht so, dass du eine 1 gebraucht hast für die Party und jetzt hast du eine 6? Hast du mal kurz eben einen Stift für mich? Ja, warte. So, und fertig. Lies mal, was da jetzt auf meinem Blatt steht. Wow, easy, du hast eine 1? Oh yeah, denn da kennt sich jemand mit Fälschungen aus. Okay, come on, let's go, wir müssen zur Party. Cool. Woohoo, oh yeah, die Party rockt. Coolste Party in Brookhaven! Finde ich auch! Jetzt nochmal ein anderer Dance! Aha! Wie gefällt's dir, Sandy? Richtig cool! Beste Party ever! Finde ich allerdings auch! Und was sagst du dazu? Ja, ist actually besser, als ich erwartet hatte! Ihr habt echt Talent! Party-Talent! Oh yeah! Ha! Wir sind krass! Sandy, mein Handy klingelt schon wieder! Warte mal, wer ist denn das jetzt schon wieder? Hallo? Mom, bist du das? Bleib auf dein Zimmer! Auf mein Zimmer, wieso das denn? Party! Was für eine Party hier? Hier ist keine Party, Mama. Ich, Luca hat mich angerufen, du hast eine 6 bekommen! Mein Lehrer hat gesagt, ich hätte eine 6. Nein, es war eine 1. Ich schwöre dir, es war eine 1. Ah, ich leg lieber schnell auf. Oh Gott, easy. Wir müssen schnell aufräumen, bevor deine Mama kommt. Du hast recht, Mist. Meine... Sandy. Schnell. Sandy, guck mal nach draußen. Oh Gott. Mama, lauf. Sandy, lauf. Komm schnell mit. Wir müssen weg hier. Nein. Meine Mama wird mich umbringen. Nein, 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 nein. Sie ist, glaube ich, richtig sauer. Oh, warte mal. Irgendjemand hat den Kamin angelassen. Oh nein, es brennt. Nein, das brennt. Die ganze Party brennt. Schnell, Sandy, die Feuerlöscher. Siehst du, Mama, wir löschen den Brand. Wir haben gar keine Party veranstaltet. Eigentlich solltest du uns dankbar sein, dass wir jetzt hier alles löschen. Wobei ich glaube, ich das Feuer angelassen habe. Mom, es tut mir wirklich leid, dass ich eine 6 geschrieben habe. Ich wollte einfach nur eine Party feiern, damit wir zu den Coolen gehören. Easy, du brauchst doch nicht versuchen, zu den Coolen zu gehören. Du bist doch schon cool. Ja, Mann, ich weiß, natürlich bin ich cool. Aber irgendwie fühlt sich das trotzdem gut an. Naja, ich hoffe, du hast aus deinem Fehler gelernt. 8 Wochen Hausarrest sollten dir dabei helfen. 8 Wochen bist du verrückt geworden? Hey, es sind 10 Wochen geworden. Okay, ich glaube, ich habe es verdient. Das war's hier mit unserer chaotischen Partyfolge Brookhaven. Schaut bei Sandy vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und hasta la pasta. Tschüss.